Genau, wir fangen gleich mal an. Also wie gesagt, mein Name ist Thomas. Hinten ist noch meine Kollegin, die Susanne. Einmal winken. Hey. Genau, ich fange gleich mal an. Was ist Empathie? Im Endeffekt ist Empathie die Fähigkeit zu verstehen und zu fühlen, was eine andere Person in ihrem gewissen Bezugsrahmen erlebt. Und sich in andere Leute quasi sprichwörtlich hineinzuversetzen. Das ist das, was Empathie auszeichnet. Im Englischen gibt es einen schönen Begriff dafür, der heißt to put yourself into another one's shoes. Im Deutschen habe ich noch keinen schönen Ausdruck dafür gefunden, aber das ist genau das, um was es geht, quasi sich in andere Leute hineinzuversetzen. Empathie heißt nicht unbedingt, dass ich auch dieselbe Erfahrung gemacht haben muss wie die andere Person. Das heißt, es hilft natürlich, wenn man irgendwie sagt, so ja, weißt du noch, damals ging es mir total schlimm in der Situation, ach ja, das kenne ich auch, aber es ist nicht zwingend notwendig. Im Prinzip ist Empathie eine der wesentlichen Qualitäten unserer aktuellen Gesellschaft oder Zivilisation. Empathie passiert in verschiedenen Kontexten auch. Wir kennen das einerseits in der Arbeit. Wir müssen Empathie aufbauen gegen unseren Boss oder gegenüber unseren Kollegen oder auch gegenüber unseren Kunden, aber auch im Privatleben quasi unser Partner, unsere Freunde, unsere Eltern. Also wir haben Empathie in verschiedenen Kontexten quasi zu erleben. Und das kennt man vielleicht, wenn man irgendwie in einen Konflikt von zwei Kollegen mit reingezogen wird, in den man eigentlich gar nicht rein wollte. Aber da muss man auch irgendwie verstehen, warum machen die das eigentlich? Und ein anderes Beispiel wäre auch zum Beispiel, wenn die Schwiegereltern vorbeikommen zu Besuch. Da ist es auch recht hilfreich, dass man Empathie aufbaut. Ja. Es gibt eine klitzekleine Problematik bei der ganzen Geschichte. Es gibt das sogenannte Empathiedefizit. In den Vereinigten Staaten gibt es schon seit den 80er Jahren jährlich eine Studie, die wird ungefähr mit 7000 Studenten durchgeführt. Es gibt einen sogenannten Empathieindex. Der läuft schon seit, wie gesagt, den 80er Jahren. Und sie haben festgestellt, dass in den letzten 10 Jahren dramatisch der Empathieindex abgesunken ist. Das heißt, die Studenten tun sich immer schwerer, sich in andere Leute hineinzuversetzen oder auch mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Also wie fühlt sich das eigentlich für die andere Person an, was ich vielleicht mache, ja? Also auch mal sich zu reflektieren und von außen zu gucken. Und das, obwohl rein neurologisch 98% der Weltbevölkerung sehr wohl Empathie empfinden kann, ja? Außer man ist ein kompletter Soziopath, der halt überhaupt nichts empfindet, wenn jemand anders etwas zustößt. Als wir uns mit dem Thema Empathie auseinandergesetzt haben, haben wir halt auch, wie man es so macht, natürlich viel mit Leuten geredet, Leuten wie du, ich, wir alle, und einfach gefragt, wie macht ihr das, wenn ihr euch in jemand anders reinversetzt? Und der Status quo ist im Endeffekt, ich habe gehört, die Leute sagen, ja, ich stelle mir das halt so vor, wie das so ist, wenn ja, der andere irgendwas empfindet oder so. Das Problem ist, ich habe da eine ganz schöne Metapher, es ist wie, wenn man in einem dunklen Raum versucht, mit der Taschenlampe irgendwie nach einem Schlüssel zu suchen. Das heißt, ich habe nur einen limitierten Ausblick von dem, was ich irgendwie sehen möchte. Und das Problem ist auch, dass unsere Wahrnehmung einfach sehr reduziert ist und wir auch nur eine gewisse Zeit uns das im Kopf vorstellen können. Das heißt, wir verlieren ein bisschen die Lust dabei. Die Idee, die wir quasi mitgebracht haben und wo wir gesehen haben, dass es hilfreich ist, ist, das Ganze aus seinem Kopf rauszukriegen. Das heißt, ich visualisiere quasi soziale Systeme und kann mich so auch in andere Leute reinversetzen. Das ist eine extrem hilfreiche Sache, um auch hier wieder die Geschichte mit dem Raum aufzugreifen, wie wenn ich die Taschenlampe mit einer Kugellampe ersetzt. Das heißt, wenn ich das Visualisieren aus meinem Kopf rauskriege, dann kann ich wirklich viel mehr wahrnehmen und mich auch darauf konzentrieren, quasi sich in die anderen Leute auch wirklich reinzufühlen, anstatt im Kopf zu behalten, was für verschiedene Informationen und Verstrickungen es so gibt. Und wenn man das mal geschafft hat, das heißt, wenn du anfängst, Empathie und Vorstellungskraft zu entwickeln, entschließt sich dir eine ganz neue Welt. Und das habe ich auch selber probiert und kann es auch jedem nur empfehlen, also sich mal auch wirklich gezielt
diese Fähigkeit zu trainieren und ein bisschen mehr darauf zu achten, wie andere Leute fühlen und wie andere Leute ticken. Damit das Ganze nicht zu trocken ist und auch ein bisschen Spaß macht, haben wir eine Challenge entwickelt. Und das heißt, ihr bekommt jeden Tag eine Aufgabe und über einen kleinen gewissen Zeitraum. Challenges sind ja relativ beliebt zurzeit. Das heißt, du kannst das Ganze dann online oder mit deinem iPad bewältigen. Wir haben da so ein visuelles Tool entwickelt bei Delightix. Das zeige ich euch gleich mal in einem Übungsding. Und es gibt da halt so verschiedene Beispiele, wie man quasi so Empathie trainieren kann. Eine Übung wäre zum Beispiel die, dass man anfängt, und das ist so die visuelle Umgebung, die wir haben. Das heißt, erste Übung wäre, nimm mal dich, nimm mal eine Problematik zwischen, zum Beispiel, ich habe jetzt mal ein Arbeitsszenario genommen. Das bin ich, das ist eine Kollegin von mir, und setzt euch beide mal auf die Bühne und schaut dann, was habt denn ihr vielleicht zusammen, was ist das, was euch vereint, ja? Und stellt das mal in die Mitte. Das wäre zum Beispiel die Balance oder das Teamwork oder der Teamerfolg, der uns beiden wichtig ist. Trotzdem gibt es irgendwie immer einen Konflikt, und da möchte ich auch mal schauen, an was liegt denn das vielleicht. Und ich fange erstmal mit mir an. Das heißt, was zeichnet denn deine Situation da speziell aus? Das heißt, was ich mit quasi an den Tisch bringe, ist vielleicht ein hoher Zeitdruck auch oder eine hohe Erwartungshaltung, die ich auch an mich selber habe. Auf der anderen Seite, was auch gut ist, ich bin ein recht kreativer Mensch. Das habe ich einfach mal so rausgepackt und habe es aus meinem Kopf draußen. Und danach schaue ich mal die Geschichte von meiner Kollegin aus an. Was zeichnet denn sie besonders aus? Sie ist zum Beispiel viel im Außendienst tätig und ihr ist Freude an der Arbeit total wichtig. Deswegen habe ich da so einen kleinen Ballon noch hingepackt. Und auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, dass sie mit dem Boss zum Beispiel einen extremen Druck immer spürt, weil er irgendwie ständig immer sie ein bisschen pushen muss. Ja? Es kann auch sein, dass man vielleicht ein paar Sachen halt falsch verstanden hat oder vielleicht nicht so richtig mitkriegt. Das hilft auch, quasi das zu visualisieren und zu sehen, habe ich die andere Person richtig verstanden? Ist das wirklich so? Und auch nochmal hinterfragen, ja, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Das heißt, im nächsten Schritt gucke ich mir das ganze Bild nochmal an. Was zeichnet mich aus? Was zeichnet die andere Person aus? Und dann kommen wir zu einem der Kernfähigkeiten von Empathie, oder was Empathie auszeichnet, ist der Perspektivwechsel. Das heißt, ich kann in meine Perspektive reingehen und mir mal das Ganze angucken. Und wenn ich mir das Bild mal aus meiner Perspektive ansehe, dann sehe ich bei mir nur extremen Zeitdruck. Und weil ich irgendwie so einen extremen Zeitdruck habe und mich auch so unter Druck setze, verdeckt es eigentlich die Kollegin fast. Und ich nehme die eigentlich gar nicht so richtig wahr. Und das Einzige, was ich noch sehe, sind irgendwie diese Luftballons. Und ich habe irgendwie das Gefühl, sie nimmt ihre Arbeit nicht so richtig ernst. Ja? Das kommt bei mir so in dem Bild rüber. Das Schöne ist auch, wenn ich halt so ein Bild habe, es funktioniert ohne Worte. Also es spricht mein Unterbewusstes auch an. Das Unterbewusstsein von uns reagiert nicht auf Text. Das Unterbewusstsein von uns reagiert auf Bilder. Deswegen sind halt Bilder so extrem wichtig. Jetzt mache ich mal den Perspektivwechsel und gehe mal in die Kollegin rein. Und wenn ich mich da so reinfühle in ihre Position und wenn ich mir mich so angucke, fällt mir zum Beispiel auf, dass aus ihrer Perspektive der Zeitdruck von mir, die Erwartungshaltung, das nimmt die alles gar nicht so richtig wahr. Wenn ich mich in die Sache so reingefühle, von ihrer Position aus, merke ich, dass der Boss eigentlich das eigentliche Problem ist. Und warum vielleicht zwischen uns ab und zu mal Konflikte da sind oder mal so ein bisschen Reibereien, ist einfach nur, weil sie im Endeffekt mich gar nicht so richtig wahrnimmt und diesen Druck von der Seite einfach so mal ein bisschen darüber ablädt. Ja? Das ist zumindest schon mal ein neuer Erkenntnisgewinn, den ich dadurch kriege, dass ich mal auch in die verschiedenen Perspektiven reingehe. Was auch noch interessant ist, ist, wenn ich dann auch mal die Perspektivwechsel rausnehme und nicht nur in die einzelnen Leute reingehe, sondern auch mal die Betrachterperspektive vom neutralen Betrachter aus einnehme und guck mir das mal an. Wie wirkt denn das Szenario auf mich? Wenn ich jetzt mal das von außen angucke, wenn ich mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun habe, obwohl ich damit dabei bin. Und da können sich zum Beispiel auch Lösungen entwickeln. Das heißt, was man hier sieht, ich habe zum Beispiel mal versucht, den Boss von ihr wegzunehmen. Und
als ich den Boss von ihr weggenommen habe und ich bin dann in ihre Perspektive reingegangen, habe ich gesehen, dass bei ihr das irgendwie viel entspannter wurde und die Freude an der Arbeit ist wieder so ein bisschen zurückgekommen. Also es war sofort ein Gefühl da, was sehr positiv belegt war. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, von ihr aus sah der Zeitdruck und die Erwartungshaltung gar nicht so groß aus. Vielleicht sollte ich das auch ein bisschen reduzieren. Hierum larum. Das Ganze hilft im Endeffekt auch neue Lösungen auszuprobieren und somit wieder in den Alltag zurückzugehen. Das war jetzt eine Beispielübung, die man über ein paar Tage hinweg machen kann. Prinzipiell ist Empathie eine Fähigkeit wie jede andere. Wenn sie trainiert wird, können wir darin besser werden. Das ist im Endeffekt wie Kreativität auch oder wie jede andere soziale Kompetenz, die wir haben. Ich möchte am Ende noch kurz euch einladen, auch bei der nächsten Empathie-Challenge mitzumachen. Wenn ihr Bock habt, ich habe hier vorne noch so ein paar Zettelchen, da könnt ihr euch noch mit eurem Namen und der E-Mail ausfüllen und beim nächsten Mal auch mit dabei sein und ein bisschen eure Empathiefähigkeiten stärken. Ich bin bei 11 Minuten und ich bin fertig.